Hallo Leute und willkommen zurück zu Planetzeit, wo es jetzt Menschen gibt, die so aussehen. Ich habe Angst. Ich habe definitiv Angst. Aber es sieht cool aus. Yay, ich sehe jetzt auch so aus. Und das ist eigentlich das Oktober-/September-Update, Halloween-Update und ganzen Haufen neuer Sachen, die alle cool sind. Das erste und wichtigste, das ganze Recall-System, wie das funktioniert, wie meine Waffe zuckt, wie der Bildschirm zuckt, wenn ich schieße, das wurde neu gemacht, alles neu. All das ist neu. Ach ja, und PS, das soll echt, das ist ein momentan Bug im VR, ich weiß auch nicht wieso. Ja, auf die Weite geht irgendwie, aber sobald ich hier reinschieße, nein, und da, irgendwo hier sind unsichtbare komische Mauern, ja. Egal, auf alle Fälle. Die Sights wurden überarbeitet. Früher waren die Sights so ein bisschen off-center, das heißt so ein bisschen da, ganz wenig nur, aber ein bisschen trotzdem. Und das haben sie gefixt bei allen Sights. Und ganz viele neue Sights eingebracht. Juhu! Ja, wirklich, ist schön. Nämlich für das Einmal und Zweimal gibt es jetzt neue Sights, nämlich das Red Dot, das ist wie normal, seit ein bisschen dünner, das Ganze, also ein bisschen schlanker und schöner sozusagen. Dann haben wir hier die Arrows, die auch ziemlich cool sind. Haben wir das gesehen? Ja? Doch, das ist akzeptabel. Dann sind meine Lieblings eigentlich ist hier dieses Dreieck, weil, wow, Framerate, was tust du? Ja, weil die haben so ein schönes Dung, 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 ich weiß auch nicht, mir gefällt glaube ich das Grün und ja, man hat dieses Dreieck und hat eine schöne Präzision irgendwie, keine Ahnung, mir gefällt das Dreieck, Punkt. Dann haben wir hier das Patriotische, nämlich ein Vanu-Symbol. Das finde ich nicht so praktisch, weil es ist, wie ihr seht, schwach. Und mit den ganzen Leuchteffekten finde ich es dann schwierig zu sehen. Auch, es ist zwar hier ein Bug im Moment, aber trotzdem ist so ein bisschen zu schwach für mich. Ja. Dann haben wir noch das letzte und das ist hier einfach ein Punkt. Literally nur ein Punkt. Auch ziemlich cool, finde ich. Kann man damit snipen? Yep, man kann. Mit snipen. Ist auch noch cool. Yep, wenn ich schießen könnte, wäre ich cool. Ja, aber eben das ganze Recall-System wurde überarbeitet. Ziemlich cool und plus die neuen Sights. Auch wurden alle unter irgendwie 6 oder so Sights wurden plus minus überarbeitet. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier so ein schönes rotes Leuchtteil. Für das 4-mal. Dann gibt es für das da hier hat jetzt so drei Chevrons, so rote Chevrons. Wir waren das schwarz, glaube ich, soweit ich weiß. Nicht ganz sicher. Was haben wir noch? Das nächste Mal wurden eben nicht. Ah, genau, die 3.4 wurde auch überarbeitet. Die sind ja auch so ein rotes Chevron. Das war für, glaube ich, auch schwarz statisch. Aber eben jetzt, das ist so schön dynamisch und schöne Sights und so. Yay! Das System wurde überarbeitet und es ist gut. Punkt. Alles, was ich dazu zu sagen habe. Wurde sonst noch was geändert an Waffen? Nein, eigentlich nicht. Die Striker ist jetzt neu. Die Striker ist eigentlich eine ziemlich schwache Coyote, die nur auf Flugzeuge wie coyotisiert, also so Anwärmsuche, Wärmesuche, Raketen, genau, ich glaube, das ist der Begriff. Aber nur auf Flugzeuge und sehr wenig Damage. Like, also wirklich sehr wenig Damage. Like, also ihr würdet eure Ärsche ablachen, wenn ihr Vanu und Dancy seid. Ja, Striker nutzlos im Meer wird wahrscheinlich gebufft. Dann haben wir noch, die NS Candy Cannon. Das ist jetzt Teil vom, wie sagt man, vom Dingsbums Update. Oktober Halloween Update, das ist das Wort. Wir haben eine Candy Kanone. Yay. Die killt in 2 Headshots, beziehungsweise einem Knife und ein paar Body Shots und ist so eine aufgeputschte Snowball Can sozusagen. Das ist ziemlich schwach, aber unterhaltsam. Und es hat dann nämlich ein System und dazu müssen wir gleich in die Live-Welt, nämlich auch mit diesen Köpfen und so. Aber ja, darauf komme ich zurück. Die kann man nämlich erstens mit... nein, will ich nicht. Geh weg. Kann ich das zurückziehen? Please, nimm nicht an. Das ist echt ein cooler Kopf. Da. Wir warpen nach Hossen. Hossen. Schneller. Schneller.
Boom. Danke. Der hat abgelehnt. Also, was wir hier haben, oder was ihr vielleicht seht oder nicht, wieso? Wo ist mein Candy-Zeugs hin? Ich bin verwirrt. Einen Moment. Ich muss meine Settings arbeiten. Hallo? Wo bist du? Sneef. Auf alle Fälle haben wir das September-Update. Und jetzt gibt es Pumpkins und so komische, also so komische Kürbisse und irgendwie Kürbismänner in dem Spiel. Und wenn man die zerschlägt, das heißt abschießt, bekommt man zwei von diesen Punkten hier. Von diesen Seeds. Pumpkin Seeds, genau. Und wenn man dann genug von denen gesammelt hat, kann man Sachen unlocken. Wie eben das Slasher. Das ist so ein Oktober spezielles Tiley-Bumsy-Dingy. Man kann es nur mit Station Cash oder eben diese Seeds kaufen. Und das kann man eigentlich immer dann immer noch nach dem Event haben. Aber es gibt auch Dinge eben, wie hier, die Helme. Die sind nur während dem Oktober-Tiley da, wie ihr in der viel zu dünnen Schrift nicht lesen könnt, da. Kann man nur durch diesen Event anhaben. Und die... cooler Helm. Und hier gibt es eben all diese lustige Helme. Frankenstein, Infernos, das ist literally der beste Helm, glaube ich. Der sieht richtig episch aus. Es gibt noch mehr. Yep, es gibt eben all diese coole Helme. Und Armor nicht. Gibt es hier? Nein. Gut, aber eben, das sind so diese Dinger. Und auch das. Hier. Nein. Weg. Das da. Was ist dann? Die Candy Gun kann man auch eben nur mit diesen Seeds kaufen oder die Station Cash. Und was das eigentlich bedeutet, ach, kann man eigentlich auch immer. Ja, genau. Kann man eben auch dann nach dem Event noch benutzen, im Gegensatz zu Cosmetics. Aber warum solltet ihr jetzt die suchen? Nun, es gibt. Also, warum in diesem Event teilnehmen eigentlich? Nun, es gibt in diesem Event Directives! Yay, man bekommt Directive Scores und Certifications! Wieso habe ich das bekommen? What? Okay, es hat. What? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Bug ist, aber ich glaube, man kann im VR in dem Fall. Und wieso hast du jetzt Position gewechselt? Egal. Kann man im VR eine Halloween-Maske anziehen und dann bekommt man das Directive-Tidy? Komisch, aber egal, wir leben jetzt damit. Auf alle Fälle bekommt man hier Certification Points, 200, einen weißen Skull, yay, und schließlich eine Araxium Slasher. Oh. Yep. Und ein Title und Credits, also Points. Also Ego Boost, ihr bekommt ein Internet-Ego, yay. Und man kann hier die Sachen machen, das ist ein lustiges Event, wenn man eben diese Space Pumpkins zerschlägt. Rare Galacto Lantern, ich nehme an, das ist wie der goldene Schneemann, das da hier. Höchstwahrscheinlich, habe ich noch nicht gefunden. Und wenn man Leute mit dem Slasher-Tiley killt. Ach nein, never mind. Wenn man Leute mit Masken killt, bekommt man das da hier. Dann kann man eben noch mit der Candy Cannon-Tiley Leute killen und Boogeyman sein, beziehungsweise mit der Slasher jemand killen. Also, das ist so das Ganze. Finde ich ziemlich unterhaltsam. Ich glaube, es könnte zu ein paar lustigen Momenten führen, wo man einfach überall Kürbisköpfe erschlägt und Kürbis abschießt und so weiter und so fort. Eben wie beim Schneemann-Event, nur dass man noch Menschen mit den Masken auch killen muss. Das finde ich eigentlich das Coolste, dass man Menschen töten muss und Stuff bekommt. Yay! Immer cool. Weiter gibt es dann noch, beziehungsweise was auch noch neues, vielleicht habt ihr gesehen, hier gibt es jetzt ein Sternchen, das heißt, ich kann jetzt, der LMGs am Moment am Araxiumisieren ist, ich kann Boom, Boom, ich will euch immer sehen, Infanterie, was bin ich vor allem am Spielen, der Heavy Assault, dann kann ich hier, was will ich beim Heavy Assault, eigentlich die Max Kills will ich sehen, vielleicht, dann noch, was könnte ich noch sehen, ach ja, die Objectives, was muss ich bei den Objectives als nächsten machen, Point Control, whatever. Und Leadership, was gibt's hier so? Ah ja, das ist eben neues Tier. Oh. Shit. Also wenn man cooler Leader ist, dann bekommt man einen coolen Helm. Finde ich sehr schön. Finde ich wirklich top.
Das ist genial. Weil Leiden jetzt cool ist. Eben, wenn man hier Sachen macht für das Squad, beziehungsweise eben ein Leader ist, bekommt man die Sachen. Was bekommt man noch? Oder was könnte ich noch anzeigen? Was für mich interessant? Die Explosives. Ja, die Explosives. Was will ich? Tank Mines. Ich habe paar Tank Mines nicht ausgegeben. Multikills, warum nicht? Ist immer schön. Gut, und jetzt sollte ich die hier sehen. Tack, sehe ich immer schön praktisch, wo ich gerade bin mit diesen. Und ich kann sie dann hier auch wieder wegnehmen, wenn ich will. Also ich nehme zwar das wieder weg, weil. Eigentlich alles, was ich will, ist die zwei offen. Die sind im Moment ziemlich wichtig für mich. Weil ich will die Beetlejuice. Yep. Aber im Moment werde ich durch diesen in diesem Update nicht eigentlich Heavy spielen, sondern Engineer. Und das hat eigentlich zwei Gründe. Erstens Sticky Grenade. Ich muss die anlocken. Es ist sehr wichtig, dass ich die anlocke. Dann. Wo sind sie? Tank Mines muss ich auch anlocken. Fuck it. Zerts. Und dann noch. Auf dem noch Grenade. Ach ja, das ist jetzt mein neues Spooky-NG. Yep. Das ist jetzt das neue Ding. Ich muss Search spenden. Grumble. Nämlich das. Das neue Site, das cool ist. Gib es mir. Aber jetzt ist das einmal. Shit. Ich glaube, das war das falsche. Yep, das war das. Scheiße, ich will das zweimal Triangle. Da. Man kann jetzt sehr viel Search in die Sites hinein buxieren. Also, yay! Mehr Search-Verschwendung. Da. Was will ich noch? Was will ich noch? Long Range, please. Ich bin ein Engineer, kein Suizidmensch. Nein, nein. Ja. Flak Armor. Liebe ich auf dem. Auf alle Fälle. Warum habe ich dieses Ding gerade gekauft? Nun, erstens, wir haben hier lachende Sticky Grenades und die Minen sollen auch anders sein. Okay, anscheinend nicht. Was ist denn anders? What the flip? Jemand hat mir gesagt, etwas sei anders. Ich bin sehr verwirrt. Infiltrator. Infiltrator. Seid ihr anders? Oh shit. Yep, die muss ich auch noch kaufen für den NG. oh, jetzt habe ich Search versch. Ich werd Engineer einfach mehr spielen. Yep, Search sind weg, offiziell. Gut, plus ich brauche eher die Minenexplosion für das Explosive Directive, was auch nice ist. Also kann ich jetzt hier. Ja, das ist spooky. Das ist unglaublich spooky. Finde ich sehr cool. Ich sollte eigentlich mit Grenade Bandel hier rumlaufen. Ja, gehen wir doch mal in den Kampf und sehen, wie viele Menschen und Tüte haben. Weil es gibt auch noch etwas ganz anderes Neues. Und das ist das XP-Spawn, nein, das XP-Geben-System, basically. Dann, 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 jetzt kann ich dann voll NG-Style reingehen. Ja, nein, nein, ja, rein, nein, vielleicht, maybe, und spawn. Das ist das Cap-Point-System, nämlich bekomme ich jetzt wo bin ich? What the flip? Wo sind die Menschen? Load, 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 Framerate da. Ja, yep, ist da, so ein bisschen. Ich glaube, sie haben die Framerate wieder verschlechtert, ehrlich gesagt. Aber das ist auch, weil ich am Aufnehmen bin. Vielleicht, und die Grafik sind nicht wirklich habe. So ein bisschen am Rumswitchen. Von hoch zu nicht so hoch. Ja, das ist das Capture Point System. Basically. Ich werde jetzt hier Minen setzen, weil Minen cool sind. Okay, und das ist, wenn ich hier, ich bekomme XP, während ich einnehme. Das heißt, für jeden Tick bekomme ich 100 XP. Das heißt, man hat dann insgesamt 400 XP. Aha, hab ich gesehen. Wenn man einen Point einnimmt. Plus, man bekommt, oh, bist du? Man bekommt randomly auch noch XP, wenn man
Wenn ich random die so in regelmäßigen Intervallen bekommt man auch noch XP, wenn man da rumsteht und einen Point sozusagen defendet. Was ziemlich cool ist, das macht Objectives Capture eigentlich noch cooler, weil 400 XP, einfach so. Was ziemlich nice ist von mir aus gesehen. Ja, und wirklich eine tolle Veränderung. Was ist noch? Ach ja, die Spawn XP. Wenn man spawnt und gekillt wird, beziehungsweise einen Spawn Kill macht, kriegt man kein XP. Null und auch kein Kill dazu gezählt. Also gibt es auch nichts an diese Directive Scores sozusagen. Oh gosh. Geronimo! Okay, ich hab's überlebt. Und das heißt, Spawn Camping ist ziemlich wertlos sozusagen. Und das Punkte kontrollieren ist viel wichtiger geworden. Von mir aus gesehen ganz okay Changes, auch wenn ein paar Leute damit nicht einverstanden sind wegen Gründen. Wieso singe ich die Filt Music, während ich Planet Side spiele? Keine Ahnung, ist lustig. Hey du! Heftig! Yep, heftig. Die neuen Sites sind wirklich cool. Kann ich bestätigen. Als jemand, der das Spiel schon lange spielt, sind die neuen Sites wirklich top. Beziehungsweise die neuen ganzen Mechanik dahinter. Ich will einen Typ Sticky Grenaden. Das ist das Einzige, was ich noch will. Auch wenn es Suizid bedeutet. Scheiße, Tank. Kann ich reparieren. Komm schon, Kumpel. Come on. What the? Meins. Yep, meins sind schön. Oh, das war gerade ein Laserstrahl durch mein Herz. Wie schön. Komm schon! Nein! Das ist einfach zu genial, wirklich. Zu genial. Ich glaube, ich habe noch nicht so... Yep, ich werde nur noch Angie spielen während dieser Zeit, glaube ich. Und die Araxium auf der Poster holen. Habe ich die schon? Vielleicht nicht. Ja, das war es dann in dem Fall für dieses Update. Da oben sind Menschen. Das ist von mir aus gesehen eins der besten Updates jemals. Framerate wurde nicht mal halbiert, wie sonst immer. Es gibt noch nicht so viele Bugs aus der Squad. Invitations haben sie irgendwie kaputt gemacht. Also ganz, das ist ganz Squad-Highly, wie man Leute findet und in Squad-Invite haben sie kaputt gemacht. Aber auf alle Fälle trotzdem ein gutes Update. Und bis zum nächsten Mal. Scheiße! Tschüss!